Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Hilde. Heute möchte ich etwas Besonderes für mich mit euch durchnehmen. Ich möchte gern ein Album machen. Das Album habe ich gemacht aus zwei Briefumschlägen und zwei Karten. Also das Grundgerüst, das möchte ich euch jetzt zeigen. Teilnehmen werde ich damit an einem Videoprojekt in der Facebook-Gruppe Basteln unter Tauschfreunden und Tierfreunden. Ich verlinke euch diese Facebook-Gruppe auch unten unter meinem Video, damit ihr auch dort mal euch umsehen könnt. Als nächstes wird dann morgen noch die Diana Lohmer, die Chefin der Gruppe, ein Video zeigen. Also jeden Tag, ich bin jetzt die zweite im Bunde, die Diana die dritte, also wir sind zu fünf, jeden Tag ein anderes Projekt. Das werde ich euch dann zeigen. So sieht mein Album jetzt aus. Das ist jetzt ein schönes sommerliches Album und das ist schön gedacht für einen Geburtstag im Sommer von einer Freundin oder wenn man jetzt an einem Familienfest im Sommer teilgenommen hat. Anders geschmückt kann man es genauso gut nehmen für Schulanfangsbilder, die man vielleicht von der Oma dann geben möchte. Und dieses Album kann man die Vorderseite und die Rückseite nehmen. Ich habe jetzt schon mal die Schleife geöffnet. Das ist die Rückseite und in die Rückseite, die kann man noch aufklappen, dort sind auch noch Fotomatten. So, dann mache ich mal von vorne auf. Das ist jetzt hier eine Fotomatte und hier sind Text versteckt für Bilder. So, dann haben wir hier Fotomatten. Ich schlage das jetzt um. Das gleiche, nur andersfarbig auf dieser Seite. Und auch diese Tags. Und die Fotomatte hier genau gleich wie vorne. So wie ich das jetzt gemacht habe, das zeige ich euch jetzt gleich. Das Ganze werde ich auch zeigen auf meinem Blog www.creatingisbeautiful.blogspot.de. So, dann werde ich mal anfangen. Bis gleich. So, jetzt zeige ich euch erstmal, was man fürs Grundgerüst braucht. Einmal eine Gefriertüte oder andere dünne Folie. So, dann das Wichtigste sind zwei Umschläge und zwei passende Karten. Natürlich Klebeband, Feuchtkleber, Schere, Lineal, Bleistift. Für diese Größe vom Fotoalbum braucht man eigentlich nur so ein kleines Pad, also diese 6x6. Dann jede Menge Stanzteile, was man so auf seinem Album haben will. So, ich beginne jetzt erstmal damit. Natürlich brauche ich auch noch, habe ich jetzt fast vergessen, Fotokarton oder Cardstock in Farben für die Matten, um das Papier zu matten. Und für ein paar Effekte, die man noch, wenn man will, einbauen will. So, als erstes beginne ich jetzt mit dem Grundgerüst. Da brauche ich jetzt erstmal eine Karte. Die andere lege ich zur Seite. Und zwei Umschläge. So, dann mache ich mal die Umschläge. Das kommt jetzt so. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Und die Karte, die Bergfalte nach oben, wird dann so angeklebt, bei beiden Umschlägen. Das ist jetzt das Grundgerüst. Das mache ich jetzt und anschließend werde ich dann diese Matten für das Designerpapier schon mal anbringen. Da arbeite ich jetzt mit dem Feuchtkleber, aber auch nicht zu viel, ganz wenig nur. Also nur, das ist ein unheimlich starker Halt bei diesem Feuchtkleber. Und damit es nicht an den Seiten rausquatscht, wirklich nur eine dünne Schicht. So, dann bringe ich meine Karte jetzt da an. Feuchtkleber hat halt eben den Vorteil, dass man das noch ein bisschen schieben kann. So. Ach, meine kleine Katze ist hier mit mir zugange. Die mopst mir immer gern meine Sachen. Mal sehen, ob sie auch durchs Bild laufen will. So, auch hier, diesen Umschlag. Also den Feuchtkleber nicht ganz bis in die Rille,
sondern ein paar Millimeter davon lassen, damit ich ein bisschen Raum noch habe, wenn ich nachher das Fotoalbum bestückt habe, dass ich ein bisschen Platz habe noch für meine Sachen. So. Ja, dann komm schon, ich zeig dich ja schon. So, das ist Minka. Unser neues Familienmitglied. Sag mal hallo, da oben geht's. Sie möchte nicht. Sie will halt eben nur mit meinen Sachen spielen. Komm, jetzt ist genug, jetzt gehst du runter. So, wie gesagt, das ist jetzt schon mal ein Grundgerüst. Da kommen jetzt nachher die farbigen Cardstock-Matten drauf. So, als nächstes werde ich jetzt mein Band anbringen. So, da brauche ich ein Stoffband. Schneide ich mir jetzt in der Länge, wie ich brauche, doppelt ab. Also Minka. In der Faltung hier, bis, naja, dass ich gut binden kann, meine Schere. So. Mit Katze ist das gar nicht so leicht, etwas zu basteln. Die haben ihren eigenen Kopf und wenn ich ja was am Machen bin, ist immer gleich weg wieder. Ich gebe mir jetzt hier nur auf der Vorderseite einen Streifen Klebeband in die Mitte. So. Jetzt mal sehen, wo meine Katze das Band hingeschafft hat. So. Legt das doppelt. Ich habe es auch ein bisschen lang abgeschnitten. So lange hätte es gar nicht gebraucht. So. Jetzt tue ich das von der Falte an, also doppelt gelegt. Von der Falte an in etwa über die Mitte. So, darüber lege ich dann nachher die Matten. Da ich ja nachher hier auch noch auf diese Seite, wo die Umschläge geklebt sind, auch noch Fotos machen will, kann ich jetzt, und ich will das ja auch öffnen und auseinander machen, kann ich jetzt dieses Band nicht auf der Rückseite festkleben. Das lasse ich locker. Also jetzt nur hier, und damit ich das öffnen kann, so. Jetzt schneide ich mir meine Matten zurecht und beklebe jetzt sämtliche Seiten mit Matten. Hier muss ich jetzt aufpassen, dass ich jetzt hier nicht zuklebe. Das wird meine Tasche. Da nehme ich die zweite Karte, schneide die auseinander und nehme die dann hier als Fotomatte. Die werden dann da eingesteckt, hinten und vorne. So. Und um die Zeit ein bisschen zu sparen, habe ich jetzt schon mal ein bisschen vorgearbeitet gestern Abend. Habe schon mal ein Grundgerüst, soweit ich konnte, gemattet. Also, das ist jetzt hier noch nicht. Man sieht noch schön die Umschläge. Aber vorn und hinten und schon mal hier in der Mitte habe ich meine Matten aufgelegt. So, jetzt beginne ich damit, dass ich jetzt hier, wo ich diesen Einschub machen will, ein Designerpapier hinklebe, mache mir aber zuerst noch mit einem Stanzer eine Eingriffslasche. So, das klebe ich dann dahin, das zweite dahin, das gleiche jetzt, das ist jetzt wie gesagt die Rückseite. Oh, das ist schlimm mit der Katze, ich kann überhaupt nichts machen. Und innen drin, wo diese Laschen jetzt sind, mache ich jetzt erstmal eine Grundfarbe. Wie ich das abmesse oder so, das brauche ich euch ja nicht zu erklären. Das wird rundherum einen halben Zentimeter kürzer geschnitten als die Grundfläche. Und das nächste darauf, dieses Fotopapier, wieder ein halbes Zentimeter kürzer als diese Cardstock. Also da brauche ich euch nichts zu sagen. Und das wisst ihr ja von selbst. Also dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe mir jetzt hier schon mal eine Eingriffflasche gemacht, das kommt dann hier drauf. Habe hier schon mal Klebeband gemacht. Dieses Teil werde ich aber den Rest mit Feuchtkleber aufkleben. Also jetzt nur um den Rand herum eine Spur Feuchtkleber, nicht über den Rand. So.
hier, bevor wir abziehen. Dann vorsichtig in die richtige Stelle bringen. Da habe ich jetzt, wie gesagt, keine bunte Matte darunter, weil das ist sonst zu dick für diese Eingriffflasche. Das lässt sich nicht durch und durch tanzen und man kriegt das nicht genau auf die gleiche Stelle. Wie gesagt, das reicht so. Da kann ich dann nachher mit meinen Spitzenbordüren, mit meinen kleinen Stanzteilen und so weiter verzieren. Genau das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Mein Klebeband wieder abziehen. Feuchtkleber und dann schöne Schicht Feuchtkleber aufbringen. So, die richtige Stelle suchen. Ziemlich gerade aufsetzen. Fertig. So. Da kann dann nachher meine Fotomatte rein. So, die Rückseite habe ich jetzt aufgemattet. Da kann ich nachher mit meinem schönen Designpapier verzieren. So, das ist vorne. Jetzt möchte ich hier einen Kartenaufzug anbringen. Dafür brauche ich jetzt weißen Cardstock. Mach das mal zu, damit da nichts drankommt. Man weiß ja nie, wann die Katze wieder auftaucht. So, das mache ich auch mal zu. Jetzt brauche ich mein Schneidebrett. Weißen Cardstock. Kann aber auch bunten nehmen. Also das ist jedem selbst überlassen. Vielleicht nehme ich jetzt sogar mal bunten. Nehmen wir mal was Grünes. Ich habe hier noch schönes Kartenpapier, was auch so schön stark ist wie dieser Cardstock. So, und schneide mir das jetzt zurecht. Diese Matten sind jetzt 5,5 x 5,5 Inch. Ich möchte das natürlich hier zu der Seite, wo der Eingriff ist, da nicht zu groß, zu weit nah bringen, damit da kein Hindernis ist für diese Matte, die da reinkommt. Also wenn das 5,5 ist, mache ich das jetzt etwa auf 4,5 breit. Also, dann brauche ich erstmal ein Schneidbrett. 4,5. Dann nehme ich das gut doppelt. Das wären dann 9 Inch. Und gebe dann noch ein bisschen Klebelasche dazu. Also nehmen wir 9,5 Inch. Das schneide ich mir jetzt erstmal auf diese 9,5 Inch. So, das ist der Rest. Und die Breite brauche ich auch nicht. Also diese Höhe von dem Ganzen. Auch keine 5,5, dann nehmen wir dann 5. Das sind wieder schöne große Fotomatten, die dann rausgezogen werden können. So, jetzt geht es ans Rillen. Rille ich das. Erst einmal ein halbes Inch für die Klebelasche. Messer raus. Ein halbes Inch anlegen. Klebelasche. So, dann diese 4,5. Die brauche ich jetzt. Muss ich so rumlegen. 4,5. Dann lege ich das mit der halben, sind dann auch wieder 5. Lege ich das bei der 5 an. So. Dann habe ich jetzt hier noch dieses Teil. Dann werde ich mal sehen. So. Das kommt so.
kann ich noch einen Millimeter abschneiden. Also das Teil, wo keine Klebelasche ist, da kann ich jetzt noch einen Millimeter abschneiden. Oder zwei Millimeter, sagen wir einen halben Zentimeter. Besser ist, dass da noch ein bisschen Bewegungsraum ist. Einen halben Zentimeter. So. Das geht mir darum, wenn ich das nachher schließe, dass hier noch ein bisschen Bewegungsraum ist. So. Dann brauche ich mein Lineal. Also das ist jetzt genau 11 cm, knapp 11 cm, 10,7. Ich muss mir jetzt mal das Lineal oben anlegen und werde mir jetzt von jeder Seite etwa 3 cm anzeichnen. 3 cm, dann von der Falte her 3 cm. So, auch hier unten 3 cm und auch hier meine 3 cm. Die verbinde ich mir jetzt. Das kommt nach innen. Das sieht man nachher eh nicht mehr. Also, das ist nachher ganz verdeckt. Und bei uns ist heute was los. Normalerweise haben wir hier gar nicht so viel Verkehr. So, dann gehe ich hier jetzt 1 cm von jeder Seite. Hier auch 1 cm. Auch an der Falz. 1 cm und 1 cm. Auch die verbinde ich mir jetzt. Hier auch. Das sind nur Hilfslinien, also die haben jetzt keine tragende Bedeutung. Die werde ich mir jetzt zurechtschneiden, diese Einlegeseite. Da werde ich jetzt in der Mitte dieses kleine Rechteck außen wegschneiden. Das wird die Führung für meine Folie, für diesen Kartenlift. So. So, das ist jetzt dieser Zwischenraum, ist genau 5 cm breit. Darauf schneide ich mir jetzt meine Folie. 5 cm, das darf nicht ganz zum Rand gehen, dann brauche ich dann Streifen von meiner Folie, von meiner Tüte, von 4,5. Die schneide ich mir jetzt zurecht und dann sehen wir uns. Wie gesagt, habe ich jetzt meine Folie in Streifen geschnitten. Habe die schon mal auf einer Seite auf, also dass es ein längeres Band wird. Ich brauche ja für beide Seiten, also jetzt erstmal eins. Mein Mechanismus sieht ja so aus, wird dann so aufgeklebt. Also gehe ich jetzt hin, das ist ja der Mechanismus. Habe jetzt hier an die Klebelasche Klebeband angebracht und habe die etwas angeschrägt. Jetzt muss ich aber natürlich auch diese Seite befestigen. Da habe ich ganz an den Rand ein ganz schmales, starkes Klebeband gemacht. Daraufhin müssen dann auch die Matten unten drunter angefertigt werden. Mein Schneidgerät muss ich auch mal wieder neue Schneider reinmachen, also neue Messer reinmachen. Die habe ich jetzt geschnitten auf 4,25 oder besser gesagt 4 mal 5, damit ich das nachher hier genau dran vorbeiführen kann und auch hier noch ein bisschen Raum innen drin ist. Sonst lässt sich das nicht mehr schieben. So, aber als erstes wird jetzt mein Band eingelegt. Dann erstmal, das ist viel zu lang, schneid mal ein gutes Stück ab. So, das liegt jetzt hier mal
so dran schaue, das sieht man so, weil das ja durchsichtiges Band ist. Und jetzt gehe ich hier unten hin und setze mir von dem starken Klebeband einen Streifen an. So. Aufpassen, dass er nicht über den Rand der Folie geht, sonst klebt es ja nachher und hält am Papier fest, wo es nicht soll. Diese Liner von diesem Klebeband, das ist immer so statisch aufgeladen. Das sind immer diese Schwierigkeiten davon. So, das habe ich mir jetzt hier dran gemacht, habe die Trägerfolie abgezogen und werde jetzt das hier dran setzen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich das nicht zu stramm ziehe. Es braucht etwas Luft unten drunter. Da gehe ich jetzt hin, lege mir mein Falzbein unter und kann mir das dann so gerade aufziehen. Nicht zu fest. So vorsichtig schön gerade. Dadurch, dass das Falzbein jetzt drunter ist, ist ein bisschen Raum. Das muss ich ja hier leicht schieben lassen. Man sieht das, wenn ich das jetzt nach oben bewege und ziehe hier dran, es lässt sich leicht ziehen. So, das überschüssige Folienband entfernen. So, und das lasse ich jetzt diese Klebestelle ganz unten und setze mir jetzt direkt wieder einen Klebestreifen dort auf. Genau an der gleichen Stelle. Wie gesagt, nur nicht über den Rand der Folie, also nicht weiter wie der Rand der Folie. So. Aufpassen, dass ich die Folie nicht durchschneide. Ich bin heute ein bisschen mit den Fingern ein bisschen unbeweglich, man merkt's. Jetzt kann ich meine erste Matte schon mal anbringen. So, Trägerfolie ab. Wie gesagt, die Klebestreifen müssen frei sein. Also da darf ich jetzt nichts drüber bringen. Setz mir das jetzt genau unten. Die sind ja genauso lange wie der Mechanismus. Setz die jetzt hier unten an. Ein paar Millimeter entfernt von diesem Klebeband. So. Und auf der anderen Seite genau das gleiche. Nur hier muss ich die Klebefolie gegenübergesetzt, also oben hin machen. Ihr kennt das ja von diesen Karten, die man mit dieser Technik macht. Also es ist ja praktisch das gleiche wie eine Karte basteln, die dann halt eben in einem Album auftaucht. So, setzen wir wieder Folienkleber da drauf, Klebeband. Abschneiden. Ich hoffe, man sieht, was ich überhaupt tue. Ich nehme mir nicht selbst die Sicht. Trägerfolie entfernen. Und meine Matte wieder aufsetzen. Jetzt muss ich aufpassen, da ist, sieht man noch die andere. Da muss ich da ansetzen, dass der gleiche Abstand steht. So, es ist auch hier zu dieser Mittelfalz ein gutes Stück, weil da ja der Folienkleber sitzt. So, jetzt gehe ich hin, nehme mir meinen Kreisschanzer und mache mir hier noch eine kleine Eingriffmulde. Das darf aber keine so große sein, sonst kann ich nachher keine größeren Fotos reinmachen. So, mit einer anderen Seite gegenüber genauso. Gucken, ob es genau in derselben Höhe etwas ist. So, genau. Und das setze ich mir jetzt in mein Album ein. Was hakt. Das muss man ablegen. Ja, habe es ja auch verkehrt. Kein Wunder. So, das ist die Seite, wo es hinkommt. Das setze ich mir jetzt hier an diese Seite. Trägerfolie etwas anlösen. Andere Seite auch. Ich habe heute wirklich Probleme mit meinen Händen. Ist kein guter Tag für ein Video, aber ich wollte das jetzt weggedreht haben. So, auf dieser Seite noch. So, setz mir das dann genau da an, wo
es mir gefällt. So, und ziehe meine Trägerfolie raus. Das ist jetzt der erste dieser Mechanismen. Ich kann jetzt hier noch ein Stück Band anbringen. Da auch. Und kann dann ziehen. Ich hätte besser das Band gleich angebracht. Ja, das ist jetzt der Effekt, der Vorführeffekt. So, jetzt. Da kann ich jetzt noch ein Stück Band anbringen. Ich kann das hier wieder gerade biegen. So. Das wird jetzt dann auch mit schönem Papier beklebt. Kann da auch noch ein Foto, kann noch ein paar Blümchen oder sowas anbringen. Das gleiche kommt auf diese Seite. Und hier kommen dann die Kartenteile von der zweiten Karte rein. Auch schön mit Papier beklebt. Dann werde ich diese, habe ich meine Stanzteile hingesteckt. Habe da so ein schönes Stanzteil mit Schmetterling für die Ecke. Ja. Werde dann hier so eine Ecke aufsetzen. Dann kann man dann noch ein Foto oder eine Fotomatte drunter schieben. Und auch hier noch verzieren. Also das bleibt ja jedem selbst überlassen. Also das brauche ich euch nicht zu zeigen. Wollte euch jetzt nur diesen Mechanismus zeigen und dann diese das Grundgerüst für mein Album. So, wie es fertig ist, habt ihr ja schon gesehen. Das könnt ihr auch noch auf meinem Blog finden. www.creatingisbeautiful.blogspot.de. So, und morgen könnt ihr bei der Diana Loma das nächste Projekt sehen aus dieser Reihe, aus unserer Facebook-Gruppe. Ich verlinke euch das unten in das Beschreibungskästchen unterm Video. Also da findet ihr jeden Link, den ich da zu noch zeigen kann. Und da kommt ihr schon, glaube ich, hin. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Nachbasteln. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Anregung gegeben für jetzt die Sommerzeit für diese Alben. Und wünsche euch viel Spaß. Bis dann. Tschüss.